kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Frühlingsgag. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt, aber ich glaube, ich hab schon einen. Okay, schieß los. Pass auf, Frühling ist ja die Jahreszeit, wo alles fliegt. Erle, Hasel, Birke und Schalke aus der Bundesliga. Ja, der ist richtig gut. Ja. Ist doch so. Aber ich habe auch noch einen, Dirk. Okay. Achtung, der Frühling ist ja für einige extrem unangenehm. Sag mal, meinst du die Pollenallergiker? Meinst du die Pollenallergiker? Nee, die Jugendlichen, bei denen das Handy-Display wegen der blöden Sonne jetzt so spiegelt. Wow, den finde ich richtig gut. Ja, oder wir machen die besten Frühlingsfilme. Auf Platz Nummer 3 für mich ja immer noch. Und dann kam Polle. Platz Nummer 2, Edward mit den Heckenscherenhänden. Und auf Platz Nummer 1 natürlich die fabelhafte Welt der Allergie. Boah, der ist ja bocksteig. Ah ja, komm, dann schick mal die hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.